Seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt es ein Problem in der Luftfahrtindustrie. Ein Problem, das eigentlich eines der bestgehütetsten Geheimnisse der Branche bleiben sollte. Das Problem hat mit den Triebwerken und damit zu tun, wie Flugzeugkabinen belüftet werden. Und es ist Anlass für wachsende Besorgnis für fast alle Airlines und fast alle Flugzeugtypen. Die meisten Passagiere ahnen nicht, dass die Luft, die sie an Bord atmen, direkt aus den Triebwerken stammt und diese Luft vergiftet sein kann. Als Fume Event bezeichnet man, wenn die Atemluft mit Öldämpfen verunreinigt wird. Piloten können ihre Sauerstoffmasken aufsetzen, aber es gibt nicht viel, was Passagiere in 11 Kilometer Höhe tun können. Das Problem liegt in den synthetischen Triebwerksölen. Sie enthalten giftige Zusatzstoffe, die jederzeit aus den Triebwerken in die Kabinenluft gelangen können.